Ich dachte mir, ich stricke heute mal etwas, was ich schon immer mal probieren wollte. Also keine Sache, sondern eine Technik, die ich schon immer mal probieren wollte, weil ich die mega cool finde, aber bis jetzt irgendwie nie so richtig, ich weiß nicht, den Elan dafür hatte, weil ich finde, man muss da schon ein bisschen sehr viel planen für. Und zwar Marled Knitting. Falls jemand den Begriff noch nicht kennt, Marled Knitting ist, wenn man mehrere Fäden zusammen verstrickt und dann immer einen Faden nach einer Weile auswechselt gegen den anderen und dann wieder weiter strickt und dann wieder den anderen auswechselt gegen den weiteren und so weiter und so fort. Zwei verschiedene Farben, fast wie ein Fade, aber muss nicht immer so abgestimmt sein. Ja, ich finde das super interessant, die Technik, und vor allen Dingen, ich finde, das eignet sich ja wunderbar fürs Verstricken von Resten. Und da ich dieses Jahr quasi ja auf so einer Mission bin, meine Reste zu verstricken, glaube ich, ist das perfekt. Und deswegen möchte ich das jetzt mal austesten. Ich weiß zwar noch nicht, was ich stricke, und ich weiß auch noch nicht, mit welchen Resten und welchem Garn, aber das wird sich schon noch finden. Als erstes gehe ich deswegen jetzt mal auf Garnsuche und überlege mir vielleicht dabei dann, was genau ich stricken werde. Ich habe jetzt meine große Schale rausgekramt mit meinen Wollresten. Das sind jetzt alles normale Reste, also eher so alles, was so in Richtung Nadelstärke 4, 5 geht. Also werde ich jetzt mal hier die Schale durchforsten und schauen, was ich da so an Resten finde. Ich bin mir gerade echt gar nicht sicher, ob ich irgendwie mich auf eine Farbe beschränke oder ob ich lieber nach Garnstärken schaue. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich schaue jetzt einfach mal durch. Ich bin gerade sehr unschlüssig, weil ich habe sehr viel Gelb zum Beispiel und auch noch ganz viel so Lila und Pink, ein bisschen Rot, ein bisschen Blau. Ich hatte eigentlich mehr auf Blau gehofft, aber irgendwie habe ich gar nicht so viele blaue Reste, wie ich dachte. Ja, so Weiß und Beige und so habe ich schon mal ausgeschlossen, weil, also ich will auf jeden Fall ja ein Spendenstück stricken und das geht dann an obdachlose Menschen. Und da verstrickt man ja eher so gedeckte Töne und dunkle Töne, weil nicht jeder von denen mag ja auch irgendwie bunt und auffällig herumlaufen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich genug zusammenbekomme für irgendwas. Also ich hatte jetzt überlegt, einen Schal zu stricken. Also weil da bei dieser Länge natürlich das Marled Knitting gut rauskommt, diese Farbwechsel. Ich glaube aber gar nicht, dass ich da genug Reste für habe in einem schönen Farbverlauf quasi. Also ich bin mir gerade nicht so sicher. Vielleicht mache ich auch erstmal ein kleineres Projekt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Nachdem ich jetzt irgendwie gefühlt eine halbe Stunde herumsaß und diesen pink-gelben Haufen bestaunt habe, habe ich jetzt beschlossen, die großen Geschütze aufzufahren. Beziehungsweise eigentlich eher die kleinen Geschütze aufzufahren, weil hier in diesen Gläsern alles sehr, oh, ich weiß gerade nicht, alles sehr dünne Garne, teilweise Sockenwollreste drin liegen. Naja, ich schaue mal, glaube ich, was ich hier an den dünnen Resten zusammenkriege und verknüpfe dann einfach zwei dünne Fäden miteinander. Ah! Schwierig. Schwierig. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt.
Also das hier ist meine Auswahl. Und zwar sind das quasi immer die zwei Fäden, die ich kombiniere. Und ich dachte mir, ich habe immer hell und dunkel zusammen. Also oben wird es immer heller und unten wird es, bis auf das kleine Zwischenspiel hier, immer dunkler. Also so rum wahrscheinlich noch. Mal schauen. Ja. Also manchmal steht man echt auf dem Schlauch, ne? Wie ihr seht, ich habe mich dazu entschlossen, einen Loop zu stricken. Und ich wollte aber gerne, dass der kraus gestrickt ist, weil ich finde, das sieht interessanter aus beim Malt Knitting. Und dachte so, wie nervig, da muss ich ja immer eine rechts, eine links stricken. Und jetzt dachte ich gerade, nee, was für ein Blödsinn. Ich kann ja auch einfach glatt rechts stricken, weil die Rückseite sieht ja dann, ist ja dann wie kraus. Die Dicke ist natürlich ein bisschen anders, als wenn ich jetzt richtig kraus stricken würde. Aber das stört mich weniger, weil der Loop wird eh zweilagig. Das heißt, die Innen- oder Außenseite, also die zweite Seite, wird einfarbig schwarz, denke ich mal. Damit der als Wendeloop getragen werden kann und derjenige, der diesen Loop mal bekommen wird, sich selber überlegen kann, ob er das einfarbige Außen tragen möchte oder den bunten Teil außen tragen möchte. So oder so. Es ist also für mich nicht so wichtig, wie dick diese eine Schicht wird, aber ja, also ich kann einfach glatt rechts runterstricken, was das Ganze ja nochmal sehr viel entspannter macht. Also ich habe jetzt nichts gegen linke Maschen. Ich weiß, viele mögen linke Maschen irgendwie gar nicht. Habe ich jetzt nicht so ein Problem mit, weil ich stricke ja eh Combined Knitting. Da strickt man die linken Maschen ja nochmal ein bisschen anders. Und ja. Aber es ist schon schöner, wenn man glatt rechts stricken kann. Also stricke ich jetzt glatt rechts. Soweit bin ich jetzt. Ich habe bis jetzt einmal den hellen Faden gewechselt und weiter oben einmal den dunklen. Bis jetzt sehe ich irgendwie noch nicht so richtig den Effekt. Kann aber auch gut sein, dass die Garne sich einfach gerade noch viel zu ähnlich sind. Aber ich glaube, ich wechsle gleich mal den helleren aus und dann schauen wir mal weiter. Mega, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihr das hier oben, ob man das so richtig auf der Kamera sehen kann. Aber das zieht sich hier so von dem Blau ins Orange, ins Gelb und jetzt oben kommt hier ein bisschen Rot. Das ist dieses Knäuel, was
eh quasi schon sehr viele verschiedene Farben in sich hat. Und das habe ich jetzt einfach kombiniert mit dem grauen Faden. Finde ich gerade richtig gut. Also insgesamt auch mit dem von dem Blau hoch gefällt mir das richtig gut. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich jetzt wieder zurück ins Blau gehe. Mal schauen. Weiß ich noch nicht. Also genug Garn hätte ich von dem Blau noch. Und wäre eigentlich auch irgendwie interessant, ne? Von dem Blau über das wieder zurück. Mal gucken. Die Rückseite sieht übrigens noch viel besser aus. Aber die zeige ich euch jetzt nachher. So, jetzt kann ich es euch auch bei Tageslicht zeigen. Also so weit bin ich bis jetzt gekommen. Ich werde jetzt hier wieder dunkler und gehe langsam wieder ins Blau über. Also ungefähr hier bin ich jetzt im Grunde wieder auf dem Rückweg, bis ich wieder beim Blau angekommen bin. Und also ich muss sagen, gefällt mir immer noch super gut. Von der Innenseite tatsächlich besser als von der Außenseite. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil sonst rutscht mir alles von den Nadeln. Aber hier sieht der Bruch irgendwie sehr heftig aus, finde ich, sehr abrupt. Auf der Rückseite irgendwie nicht ganz so. Da gefällt es mir wesentlich besser. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie viel ich heute zum Filmen und Stricken tagsüber komme, weil ich spontan einen etwas dringenden Übersetzungsauftrag für einen Film reinbekommen habe. Also schaffe ich es vielleicht erst heute Abend im Dunkeln zu stricken. Aber ich wollte euch schon mal zeigen, wie weit ich gekommen bin. Morgen! Also ich habe gestern, nachdem ich mit dem ersten Teil von dem Film fertig war, tatsächlich abends noch ein bisschen gestrickt, aber nicht aufgenommen, weil es war einfach zu dunkel und ich war zu K.O. und ja, hatte keine Lust auf das Ganze drumherum, weil es halt schon immer ein bisschen Aufwand ist. Aber ich habe noch eine ganze Menge geschafft. So weit bin ich gekommen. Ich bin jetzt hier oben gerade bei der vorletzten Farbe von dem hellblauen. Also ich habe ja immer hier einen dunklen und einen hellen Faden kombiniert und hellen Faden kombiniert. Und der helle Faden, da habe ich jetzt, wechsle ich jetzt gleich auf dieses Stückchen hier. Und das ist der letzte Rest, der noch an hell verstrickt wird. Und dann bin ich fertig mit dem Malteil. Also dann kommt noch der einfarbige Teil, aber dann war's das schon. Der letzte Faden von dem hellen ist fertig und jetzt kommt noch der einfarbige Teil. Was ich mich gerade tatsächlich gefragt habe, ich habe jetzt hier die ganzen Fäden. Also ich habe immer über ein paar Maschen lang den neuen Faden zusammen noch mit dem alten einfach verstrickt, sodass es stellenweise quasi dreifädig ist, damit der Faden halt direkt verstrickt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich die Fäden einfach so lasse oder ob ich die noch vernähen sollte. Also sie landen ja letztendlich im Inneren des Loops. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen über das Aussehen, sondern einfach nur, wie gut, wie fest so ein Faden ist, wenn er über mehrere Maschen eingestrickt wurde. Okay, also ich habe mir jetzt nochmal ein Video von Steven West von Westnetz angeguckt
Und der sagt, man kann die einfach hängen lassen. Und wenn Steven das sagt, dann machen wir das so. So, jetzt muss ich nur noch den einfarbigen Innenteil stricken. Ich habe gerade eine halbe Runde mit dem Schwarz gestrickt und dachte dann, wieso stricke ich eigentlich mit Schwarz? Macht ja gar keinen Sinn, weil der Großteil von dem Loop ja blau ist. Also stricke ich jetzt die halbe Runde zurück und beginne dann nochmal mit Blau. Übrigens, bevor ich es vergesse, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann schreib mir doch gerne unten einen Kommentar und lass es mich wissen. Und vielleicht kennst du jemanden, dem dieses Video auch gefallen könnte, dann würde es mir sehr helfen, wenn du das Video mit deinen Freundinnen teilst. Dankeschön. Und jetzt zurück zum Loop. Morgen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich gestern Abend noch den Rest von dem einfarbigen Teil schaffe. Und heute nur noch zusammennähen muss, habe ich nicht. Also muss ich jetzt noch mal ein bisschen ran, noch mal ein bisschen einfarbig stricken. Das zieht sich echt irgendwie. Also der Malteil ging echt super schnell, aber der Teil jetzt gerade. Aber ich glaube, heute schaffe ich es und vielleicht schaffe ich auch noch das Zusammennähen. Ich zeige euch mal, wie weit ich gekommen bin. So viel habe ich bis jetzt geschafft. Wenn ich das jetzt mal umschlage. Oh. Autsch. So. Dann fehlt jetzt quasi hier noch, naja, ein Stück. Das sollte ich, glaube ich, heute schaffen und hoffentlich auch das zusammennähen. Mal schauen. Das Innenteil ist fertig. Ich muss jetzt leider erstmal weiter an der Übersetzung von dem Film arbeiten, aber ich hoffe, ich kann heute Abend dann die Enden zusammennähen. Wenn es nicht zu dunkel ist, dann werde ich es natürlich auch filmen. Ansonsten zeige ich euch dann morgen hoffentlich den fertigen Loop. Morgen! Der Loop ist gestern Abend fertig geworden und ich bin echt begeistert, wenn man das so über sein eigenes Projekt sagen kann. Bevor ich ihn euch jetzt zeige, ein paar Gedanken von mir dazu, was ich vielleicht das nächste Mal anders machen würde oder was ich wirklich gut fand. Also das Wichtigste ist, glaube ich, die Farbwahl und die Planung. Die würde ich ein bisschen anders machen und mir ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich bin da wirklich sehr spontan in das Projekt reingegangen. Und ihr habt es ja am Anfang gemerkt, ich war ein bisschen überwältigt von den vielen Resten, die ich hatte und war mir nicht so sicher, wie ich die am besten kombiniere. Also da würde ich definitiv das nächste Mal, glaube ich, mir ein bisschen mehr Zeit lassen und wirklich schauen, welche Garne gut zusammenpassen und einen schönen Farbverlauf zu machen. Also ich finde, der Farbverlauf ist dafür jetzt echt mega geworden. Ich bin da wirklich, ich finde es richtig cool. Und ich werde das definitiv nochmal wiederholen, so ein Malprojekt.
dann halt mit ein bisschen mehr Planung und vielleicht auch mal ein größeres, komplizierteres Projekt. Aber insgesamt hat es mir mega gut gefallen und das ist richtig gut, um Reste zu verwerten. Ich habe insgesamt 130 Gramm verstrickt. Ich habe insgesamt 130 Gramm verstrickt. Etwa 60, 70 Gramm davon waren der einfarbige Teil und der Rest dann der Malteil, also der mit den wirklich Reste-Reste-Fäden. Ja, dann zeige ich euch mal das gute Ding, ne? Tada! Und so. Also, mir gefällt es mega gut. Ich ziehe mal kurz hoch, damit ihr den Verlauf besser sehen könnt. Richtig cool, oder? Der ist auch vom Umfang her richtig gut geworden. Also liegt nicht zu eng an, aber trotzdem schön kuschelig. Dadurch, dass er zweilagig ist, finde ich, die liegen eh immer irgendwie kuscheliger. Ich mag das total. Und die legen sich auch gut einfach von der Passform. Also kann ich wirklich immer nur empfehlen. Zweilagige Loops. Mega. Farbverlauf. Mega. Ich habe irgendwie zwischendurch dachte ich so, das ist so ein bisschen wie so ein Sonnenuntergang am Meer, ne? So, du hast da so Wasser, 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 dann Sonnenuntergang mit ein bisschen Gelb und Rot und oben dann halt der Himmel, so ein bisschen dunkler Nachthimmel oder so. Finde ich richtig cool. Und ja, total gut. Die Außenseite ist natürlich dadurch, dass es Sockenwolle ist, ein bisschen robuster, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, der ist auch gar nicht so bunt, dass sich vielleicht jemand dran stört. Aber ich zeige euch jetzt nochmal die einfarbige Innenseite. So sieht der nur in Blau aus. Auch da habe ich dann den krausen Teil nach außen gemacht, damit es einheitlich ist mit der anderen Seite. Ist natürlich innen jetzt nicht ganz so kuschelig wie andersherum. Deswegen würde ich persönlich ihn andersherum tragen. Aber wie gesagt, es ist eine Spende, die geht an obdachlose Menschen. Ich weiß nicht, was derjenige mag, von daher kann er dann frei entscheiden, ob ihm lieber quasi der einfarbige Teil außen ist oder der bunte Teil außen. Ich finde den Loop auf jeden Fall so rum mega schön, gefällt mir total. Werde ich sicherlich auch nochmal öfter stricken, weil das einfach auch für Resteverwertung sich super eignet. Also, falls ihr viele Reste habt und die loswerden möchtet, legt los. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Fertig.